Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Alex und es ist wieder Unboxing Time. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal ein Abo von der My Couch Box gemacht. Ich habe schon mal ein Unboxing gemacht, da habe ich die Einmalbox bestellt. Im Abo kostet die Box 9,90 Euro und ja, ich finde die Box einfach cool. Darum dachte ich, ich unterstütze die Firma mal, indem ich ein Abo mache. So, ja, My Couch Box, das ist jetzt die Box vom Januar 2017. So schnell ist ein Jahr vorbei. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ich finde die Box vom Design her richtig niedlich. Hier natürlich das Logo drauf und dieses Vorsicht lecker. Und dann diese ganzen kleinen Symbole und Süßigkeiten und was alles drauf ist, das finde ich echt niedlich. So, aber jetzt zum Unboxing. Schnipp, schnapp. So. Yum, yum, yum. So, dann greife ich schon mal das erste raus. Eine von Brand Minis, Buttermilch, Zitrone. Okay, das finde ich nämlich auch immer toll. Da sind immer richtig neue Sachen drin. Die kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich habe auch noch nirgendwo gesehen. Knusperleichte Nascherei. Also gerade vor allem jetzt nach den vielen Feiertagen. Ganz gut. Eine leichte Nascherei. 105 Gramm. Ja, sehen lecker aus. Buttermilch Minis. Ich mal hier hin. Ich hoffe, man sieht's. So, was greife ich als nächstes? Bang! Heldensnack. Knusper Curry Ketchup. Ein Bio-Knabberei. Eine Bio-Knabberei. So. Was steht denn hier hinten drauf? 100% Bio. 100% natürliche Zutaten. Kein komischer Quatsch drin. Keine Geschmacksverstärker. Wenig Salz. Crunchy. Ja, das sind... Bang, hier sind sie. Knusperkugeln, Curry-Ketchup mit einer kleinen Portion Hellenkraft. 25 Gramm. Knusper, Knusper. Ich liebe ja Sachen, die knuspern. Lecker, lecker. So. Also, die Box ist echt voll. Also, wie gesagt, unterstützt die Leute für 9,90 Euro. Die Abo-Box, das ist... Unterstützen, unterstützen. So, da wert. Chino Cup. Orientalisch. Fünf Minuten. Irgendwas, was man mit Wasser aufgießt. Und auch wieder Bio und Fair Trade. Orientalisch. Herzhaft lecker und minutenschnell zubereitet. Ist der Quinoa? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Cup. Die ideale Zwischenmahlzeit fürs Büro oder für zu Hause. Süße Aprikosen und orientalische Gewürze verleihen diesem Gericht einen unwiderstehlichen Geschmack, wie aus Tausend und einer Nacht. Ja, also auch eine Suppe finde ich auch nicht schlecht. Nehme ich auf jeden Fall zur Arbeit mit, falls ich mal vergesse, was zu kochen. So. Was greife ich als nächstes? Cola Rebell. Wachermacher, Leckerkracher. Feststoff Cola Classic. Fühlt sich an wie Bonbons. Ich muss zugeben, Bonbons mag ich jetzt nicht so doll. Aber die sehen auf jeden Fall spannend aus. Feststoff-Cola-Bonbon. Classic. Mit Guana und Guarana. Ich weiß, diese schwierigen Wörter. Und Taurin. Also macht anscheinend auch wach. Die neuen Feststoff-Cola-Bonbons bieten ein unvergleichlich faszinierendes Geschmackserlebnis. Ich habe heute irgendwie Sprachfehler. Einzigartige Rezeptur erfunden in Hamburg. Made in Germany. Best Quality Product.
Zutaten, Zucker, bla bla bla, Apfel, Cola, Guarana. Ja, Bonbons. Dann hier. Lecker Müsli-Riegel. Natural Valley Crunchy. Oats and Berries. Also Haferflocken und Beeren. Made with Whole Grain Oats. Okay. Lecker, lecker. 10 Stück. Nee, doch. 5 mal 2 Stück. Oh, hier steht alles auf Englisch drauf. Steht da auch auf Deutsch? Nö, okay. Naja, auf jeden Fall Müsli-Riegel sind immer gut. Gerade wenn man keine Zeit hat, morgens richtig zu frühstücken, sind Müsli-Riegel eigentlich eine ganz gute Alternative. Sollte natürlich nicht zur Gewohnheit werden. So, was greife ich jetzt? Ein Nutella-Verschnitt. Schneekoppe ist die Firma. Nuss-Nougat-Creme. 30% weniger Zucker. Laktosearm. Also Alternative zu Nutella. Mit ein bisschen weniger Zucker. Ja, ich bin nicht so der Nutella-Esser, aber ab und zu Nutella oder Nuss-Nougat-Creme mit Banane oder mit Apfel. Lecker. So, was greife ich noch? Irgendwas mit Bio-Datteln. Das springt mir auf jeden Fall ins Gesicht. 25% Gutschein ist auch noch drauf, falls man es nachbestellen möchte. So ein 25% Gutschein ist hier auch noch drauf, falls man es nachbestellen möchte. Nara Mazafati Dattel Bio. Ja, bin ich mal. Wahrscheinlich Datteln. Frische Datteln aus ökologischer Landwirtschaft. So, was ist hier noch? Sesamo mit Orange. Also so, weiß nicht, diese Sesam Knusperzeug mit Orange. Mit Orange habe ich es auch noch nicht gesehen. Sehr interessant. So, die Box ist immer noch nicht leer. So, ein Powermix ist auch noch drin. Ja, Studentenfutter wahrscheinlich. Mandeln, Rosinen sind drin, Haselnüsse, Cashewkerne. Ja, sieht aus wie ein Studentenfutter. Ausgewählte Qualität, unsere Nüsse, Saaten, bla bla bla. Was ist, ah, Cranberry. Okay, es ist doch kein Studentenfutter, es sind auch noch Cranberries mit drin. Ja, sowas finde ich immer toll, so zum Snacken oder wenn man für den Hunger zwischendurch auf der Arbeit, finde ich so eine Nuss-Fruchtmischung immer super. Das darf nie fehlen im Schrank. So, dann noch zweimal, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kenne die noch aus meiner Kindheit. Koala-Bären, die sind so lecker, aber auch nicht gerade so günstig. Einmal mit Kakao und einmal mit Milch. Oh, ich finde die so lecker. Die darfst du nicht essen, aber die sind lecker. Aber die darfst du nicht essen. Ja, mach Platz. Du Schwein. Ja, also wie gesagt, oh, Koala-Bären. Yum, 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 yum. So, und dann ist noch Gratis-Gutschein. Genuss pur, 100% gratis. Ja, auch was zum Ausprobieren. Das kann man ausfüllen oder so und dann kriegt man es zugeschickt. Und auch noch einen Gutschein, 20%. Das sind diese Bengen, die da auch mit drin sind. Diese Bio-Knabbereien. Ja, also, wie gesagt, kleine Box, kleiner Preis, aber es ist verdammt viel drin. Couchbox, bestellt sie euch. Ich fände es echt super, die Box. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Dann haben die in Facebook angekündigt, dass in der Oktober-Setbox, die das Motto DC Universum hat.